Hey Leute, euer Gerhard ist hier. Heute zeige ich euch, wie ihr ultrastarke Ausrüstung in Fallout 4 bekommt. Sowohl hohe Schadensresistenz als auch Energieresistenz, als auch eine der stärksten Waffen im gesamten Spiel und wie ihr generell eure Ausrüstung aufs Maximum bringt. Das Ganze ist kein Hexenwerk. Wie das Ganze geht, zeige ich euch wie immer nach dem Vorspann. Gleich was Wichtiges vorab. Damit dieser Guide hier funktioniert, müsst ihr Mitglied bei der Railroad-Fraktion sein. Wie das Ganze funktioniert, habe ich in meinem letzten Videoguide gezeigt. Link dazu unten in der Videobeschreibung. In der Endcard, Infocard habe ich auch nochmal eingefügt. Ihr findet also dahin. Klickt euch da rein, wenn ihr das Video verpasst haben solltet und nicht wisst, wie ihr zu der Railroad kommt. Ich werde es in diesem Video nämlich nicht nochmal zeigen, schaut einfach das andere Video an. Wenn ihr bei der Railroad seid, im Railroad-Hauptquartier, lauft dann nach links, geht zu Pam und die gibt euch eine Quest namens Checkpot. In welchem Gebäude diese Quest spielt, ist zufällig. Das heißt, es ist eine zufallsgenerierte Quest, die ihr von Pam bekommt. Pam vergibt auch andere Quests. Also, wenn sie euch eine andere Quest gibt, schließt die ab, gebt die andere Quest dann ab bei Pam. Irgendwann wird sie euch eine Quest geben namens Checkpot. Die Quest ist wirklich super easy. Ihr müsst so einen komischen Raum hier finden, wie ich hier nochmal zeige, und schon habt ihr das Ding abgeschlossen. Geht danach zurück, gebt die Quest bei Pam ab und danach geht ihr zu Tüfteltom. Zu dem werdet ihr dann geschickt. Tja, und dann geht der Spaß erst richtig los. Tüfteltom gibt euch nämlich die Möglichkeit, jetzt mit ballistischem Gewebe eure Outfits und eure Kleidung zu verstärken. Was es ermöglicht, extrem starke Rüstungen anzufertigen. Ballistisches Gewebe lässt sich an Kleidung als auch an Outfits anbringen, jedoch nicht an Rüstungsteilen. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, wie wir unsere Rüstung jetzt maximieren, kommen wir erstmal zu den Perks, die ihr benötigt, damit ihr das Maximale wirklich sowohl als aus eurer Rüstung als auch aus euren Waffen rausholen könnt. Dazu ist natürlich super wichtig das Perk Waffenfreak. Das natürlich voll ausbauen auf 4, genauso wie Rüstungsmeister auch auf 4 ausbauen. Dann ist Wiederverwerter auf Stufe 2 natürlich noch wichtig. Wissenschaft auf Stufe 4 ist auch nicht verkehrt, braucht ihr auch für viele Energiewaffen, also auch Rüstungsteile. Und ansonsten natürlich für eure Waffen Gewehrschütze, wenn ihr nicht automatisierte Gewehre nutzt. Ansonsten Revolverheld, wenn ihr nicht automatische Pistolen nutzt. Und wenn ihr automatische Waffen nutzt, natürlich Kommando jeweils voll ausbauen. Blutiger Toden noch auf Stufe 3 bringen, um den Schaden weiter zu maximieren. Sandmann, wenn ihr schallgedämpfte Waffen spielt, auf Stufe 3, was ich euch dringend empfehle. Das gibt nämlich nochmal 50% Schadensbonus. Und wer es jetzt übertreiben will, der haut nochmal bei mega kritische Treffer was drauf. Als auch bei Ninja, das ist für Stealth-Builds und für Leute, die gerne BTS sind, um den Schaden wirklich ins Unermessliche zu treiben und alles zu One-Hitten aus dem BTS heraus. Und da geht's richtig vorwärts. So, jetzt befinden wir uns aber an der Rüstungswerkbank. Jetzt seht ihr hier, könnt ihr einfach an so einem publiken blauen Anzug, der null Rüstungswert hatte davor, das ballistische Gewebe auf Stufe 5 anbringen und plötzlich hat er 110 Rüstung als auch 110 Energieresistenz und natürlich noch die Boni, die dieser Anzug in diesem Fall ebenso mitbringt. Beachte dabei, Outfits lassen sich nicht unter der Rüstung anziehen, es gibt jedoch sogenannte Kleidungsstücke, die lassen sich unter die Rüstung anziehen. Das Schöne dabei ist, dass man jetzt auch mit Outfits in der Gegend rumrennen kann, die normalerweise recht schwach sind, aber cool aussehen. Dasselbe gilt natürlich auch für eure normale Ausrüstung, wie ihr hier seht. Die könnt ihr natürlich auch noch hochcraften. Dadurch, dass ihr Rüstmeister auf Stufe 4 habt und ein paar Punkte in Wissenschaft investiert habt, könnt ihr die erstmal generell nach oben hauen mit Energie und Schadensresistenz. Die Rüstung, die ich hier trage, wäre sogar noch mehr möglich. Habe ich jetzt gar nicht gemacht, weil ich auf andere Sachen Wert gelegt habe. Ihr seht es aber hier an dem Schadenswert. Ich habe über 200 Schadensresistenz, also auch über 200 Energieresistenz. Da kommt echt so gut wie nichts durch. Ihr könnt Schaden nehmen ohne Ende und somit auch auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen. Wer das Ganze noch auf die Spitze treiben will, wählt natürlich noch die Perks Härte auf Stufe 5, wie auch Strahlungsresistenz, als auch Refraktor, um die Energieresistenz nochmal zu erhöhen. Und mit Strahlungsresistenz habt ihr auch noch ein bisschen Strahlungsresistenz. Das ist das einzigste Manko, was man hat. Das solltet ihr immer euren Strahlenschutzanzug dabei haben, falls mal Kinder des Atoms mit ihren fucking Gamma-Waffen angetanzt kommen. Richtig nervig, die Typen. Ansonsten kommen wir jetzt mal zu der Bewaffnung, wie ihr die auf das Maximum treiben könnt. Wie ihr hier seht, die Waffe des Wächters Aufseher, das ist das stärkste Sturmgewehr im Spiel mit einem unglaublichen Schadenswert, wie ihr seht, von über 200 pro Schuss. Und die Spezialfähigkeit von dem Ding ist, dass es zwei Kugeln auf einmal abfeuert. Wie bekommt ihr das ganze Ding? Dazu geht Vault 81. Zeige ich euch hier nochmal auf der Karte südlich von Sanctuary gelegen. Wenn ihr dann da drin seid, kommt ihr aber nicht einfach so in die Vault rein. Dazu müsst ihr entweder drei Fusionskerne haben oder ihr besteht eine Sprachherausforderung bzw. Charisma-Herausforderung, damit ihr reingelassen werdet. Dann labert ihr noch kurz mit dem Aufseher und dann folgt ihr dem Weg, den ich euch hier gerade nochmal zeige, ab in den Mass Effect Gedächtnisaufzug. Warum? Ja, weil das irgendwie so die Ladezeiten kaschiert, das aber nur eine Randnotiz.
Und dann latscht ihr, wenn ihr aus dem Aufzug raus seid und euch euer Begleiter mal wieder vor die Nase teleportiert worden ist, wie das natürlich irgendwie immer so ist in Fallout, lauft ihr dann rechts raus und sucht eine schmutzige Frau. Hört sich komisch an, ist aber so, denn die schmutzige Frau, Alexis heißt sie, glaube ich, die vertickt nämlich den Wächter des Aufsehers, das beste Sturmgewehr im gesamten Spiel, beziehungsweise das beste Kampfgewehr, nennt es sich ja in der Normalfassung, was einen unfassbar hohen Schadenswert hat und was natürlich entweder so spielen könnt, es kommt nämlich automatisch daher mit dem Zielfernrohr, bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, weil es dann relativ unpräzise wird mit dem Zielfernrohr und Dauerfeuer. Ich empfehle euch lieber, das ganze Ding auf nicht automatisch zu drimmen, da noch einen Schalldämpfer drauf zu packen, weil, wie ich euch eingangs gezeigt habe, mit Sandmann gibt es nochmal 50% Bonus-Damage. Dabei ist angemerkt, dieser Bonusschaden, den Sandmann gibt, der ist quasi im Hintergrund. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Gewehrschütze einen Punkt rein investiert, dann seht ihr das direkt, die Auswirkung an der Waffe. Das heißt, der Schaden steigt direkt. Bei Sandmann, wenn ihr das Perk Sandmann wählt, seht ihr den Schaden nicht direkt, dass der sich erhöht. Das wird quasi im Hintergrund noch angerechnet. Also die Waffe wird definitiv stärker. Das heißt, statt 200 irgendwas Schaden macht die jetzt fast 300 Schaden sogar bei mir, auch wenn das nicht angezeigt wird. Deswegen davon nicht irritieren lassen, das ist ein indirekter Schadensmultiplikator, den das Spiel anrechnet, aber eben halt nicht offensichtlich anzeigt. Hier seht ihr noch ein bisschen Gameplay, wie ich auf schwer spiele hier gerade. Fast alles One-Hitter und ultra schnell weghaue. Ihr habt davor nochmal gesehen, wie ich das Ding gecraftet habe. Ich habe das Kaliber geändert. Die Waffe kommt standardmäßig mit 45er Kaliber. Ich habe es geändert auf 308er Kaliber. Das ist das, was üblicherweise Sniper-Gewehre nutzen. Da steigt sogar nochmal die Feuerrate. Ihr könnt da richtig was rauspumpen. Man kann es auch runtergraden auf 38er Munition. Das ist die am weitesten verbreiteste Munition. Man kann die Waffe natürlich auch duplizieren. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Das funktioniert auch nach dem letzten Patch vom 8.12. noch. Link dazu auch nochmal in der Endcard, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Sachen duplizieren könnt, falls ihr keinen PC habt. Und hier seht ihr nochmal zum Beispiel das Gauss-Gewehr, was schadensmäßig so drin ist, was auch nochmal über 300 Schaden macht, pro Schuss Hammer hat. Und das rundet jetzt diesen Guide ab. Jetzt wisst ihr, wie ihr richtig starke Ausrüstung bekommt, sowohl Schusswaffen als auch eure Rüstung richtig stark wird. Und zum Ende hin, wie gesagt, hier nochmal die Endcards. Wer es nicht gesehen hat, klickt euch mal drauf für die Railroad finden und da ist auch noch ein Waffenguide dabei, wie ihr die Erlöser bekommt. Wie gesagt, diesen Guide braucht ihr zwingend, damit das Ganze funktioniert, damit ihr eben vom Tüfteltom das ballistische Gewebe bekommt. Ansonsten könnt ihr noch klicken auf Gegenstände duplizieren, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch den Wächters Aufseher eben duplizieren und damit verschiedene Waffenbuilds machen, vielleicht einmal automatisch, einmal nicht automatisch. Könnt ihr euch auch gerne mal draufklicken. Wie gesagt, aktuell Stand heute funktioniert der Glitch noch. Sollte der nicht mehr funktionieren, steht das unter dem entsprechenden Video immer in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Hat ein bisschen gedauert, das ganze Ding hier zu fabrizieren. Und ansonsten, wenn ihr mich noch nicht gekannt habt, lasst mir gerne ein Abo da. Bei mir gibt's alles rund um Fallout. Klickt euch einfach mal auf den Kanal. Let's Play ist da auch am Laufen. Live bei Twitch bin ich da auch. Und jetzt genug der Eigenwerbung. Haut rein, bis zum nächsten Video.